jetzt eigentlich mit der Frage schon gesagt. Das ist ganz wesentlich. Ich bin überzeugt, dass wir grosse Anstrengungen müssen leisten in den nächsten Jahren hinsichtlich der Mobilität, hinsichtlich der Gebäudesanierungen. Dort werden wir eine Elektrifizierung haben. Eine der grossen Herausforderungen ist die Strombeschaffung für das. Und die andere grosse Herausforderung ist, über Innovation die Effizienz noch einmal massiv zu verbessern. In den Verhandlungen, die man im Moment ist, zusammen mit Swissgrid, mit den Nachbar-TSOs, mit der Europäischen Union fest, dass zunehmend Probleme auf uns zukommen. Wir können nicht davon ausgehen oder wir können nicht sicher sein, dass wir in Zukunft die nötigen Mengen können importieren können. Und das ist für uns einer der wesentlichen Treiber, warum dass wir als Elkom darauf aufmerksam machen, dass wir ein Produktionsproblem oder ein Versorgungsproblem im Winter bekommen und dass wir das rechtzeitig müssen angehen. Also die Eigenproduktion und die Frage, wie hoch das die Eigenproduktion ist, das ist eine Frage, die Politik letztendlich muss beantworten muss. Wir als Elkom, wir sind zuständig für die Versorgungssicherheit und wir haben den Finger auf, wenn wir sehen, dass die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Aber wir argumentieren technologieneutral und die Politik muss die Frage beantworten, wie viel sie Eigenversorgung will und wie sie die Eigenversorgung erreichen will.